die Menschen wollen Olaf Scholz als Kanzler bekommen. Und deshalb ist das auch mein Auftrag, den ich mit nach Berlin nehme. Dabei kam die SPD monatelang nicht aus dem Umfragetief heraus. Am Ende dann doch der erfolgreiche Spurt. Was haben Sie vielleicht als SPD hier im Wahlkreis anders oder sogar besser gemacht als beim letzten Mal? Wir waren präsenter vielleicht ein bisschen. Wir haben uns auch total darauf konzentriert, vor allen Dingen geschlossen aufzutreten. Das war in den letzten Wahlkämpfen nicht immer groß, die große Stärke der SPD. Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass die Menschen auch hier vor Ort die SPD gewählt haben. Für Sönke Rix ist glasklar, die SPD muss ins Kanzleramt einziehen. Das ist für uns sehr eindeutig. Es gibt drei Parteien, die deutlich gewonnen haben. Zwei sogar sehr deutlich, die Grünen und die SPD. Die FDP hat leicht gewonnen, alle anderen Parteien haben verloren. Die Verliererparteien sollten keinen Anspruch darauf haben, eine Regierung zu bilden. Den Anspruch, den haben die Gewinnerparteien. Deshalb setze ich darauf, dass Olaf Scholz auch Kanzler wird. Die Wahl ist gelaufen. Beide große Parteien haben nicht abgeräumt. Trotzdem ist die eine relativ selbstbewusst. Und die andere muss jetzt erstmal ihre Wunden lecken.